Okay. Muss ich hier. Nee, komme ich ja gar nicht weiter. Nee? Nee? Hm, gehen wir erstmal durch die Tür. Vielleicht gibt die Tür Antwort. Oh, eine blaue Kiste. Ist da etwa ein Dungeon-Item drin? Wenn ihr vor einem Abgrund steht, nehmt doch den Haken, damit es weitergeht. Den Haken? Wird ein Monster vom Haken getroffen, bewegt es sich nicht mehr. Der Weg ist offen. Der Haken? Der Haken! Böses im Busch! Ist das wirklich. Ah ja, cool. Jetzt haben wir hier einen Haken. Das ist ja. End awesome. Jetzt fühle ich mich wie Rinku! Rinku-Senpai! So, und dann kann ich jetzt hier wahrscheinlich so. Schwupps! Ah! An Wände geht das nicht. Alles klar. Das ist ja cool. Das eröffnet uns ja völlig neue Möglichkeiten. Wie zum Beispiel. Naja, sowas hier. Ist das. Schaut es euch an! Hui! 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 Toll! Ein tolles Gerät. Ein tolles Utensil. Ich freue mich. Und schaut, wir können jetzt sogar die Schnecken von hinten mit unserem Haken penetrieren. Das wollte ich schon immer mal machen. Das ist alles, was ich je wollte. Und jetzt habe ich es. Schaut mal an, wie penetriert sie ist. Was für ein Spaß. So, hier geht's runter. Und hier hinten ist so eine große Fläche nichts. Haha, aus dem Weg, Fiesling. Ich habe einen Haken. Ich freue mich gerade über den Haken. Ich glaube, man merkt es so ein bisschen. Achtung! Hui! Und hui! Oh! Dieser blöde Ork versaut mir den ganzen Spaß. Und Mr. Krabs sagte, man kann keinen Spaß mit Haken haben. Was für ein Idiot. Der hat wahrscheinlich noch nie Lufia gespielt. Hui! 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 Ach! Hier geht's raus. Oder zumindest weiter. Und dort ist wieder ein weiteres Opfer für. Komm doch in eine Linie mit mir. Komm in eine. Nein, 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 nein. Komm hier. Nein, nein, nein. Ich will dich haken. Ja, jetzt aber. Nein. Arschloch! Dann lass mich halt in Ruhe, Mann. Dann gönnt mir halt alle nix. Ihr seid doch doof. Geh weg. Nein, ihr seid blöd. Verschlossen. Ja, das war ja klar. Dann ist es auch noch verschlossen. Ey, fuck my life. Oh. Das ist hier, glaube ich, der. Dies ist der vierte Stock. Wohin wollt ihr? Ich möchte gerade nirgendwo hin. Ich hab's mir anders überlegt. Lass mich in Ruhe, sprechender Dämonenfahrstuhl. Ich muss mich da erst noch in dem Stockwerk umgucken. Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas. Aha. Ich warne Sie. Ich habe einen langen Haken. Sehr lang. Das ist der längste Haken, den Sie je gesehen haben. Schade, hier kann ich mich nicht rausziehen. Aber ich glaube, ich weiß, was von mir verlangt wird. Das ist jetzt ja auch nicht so schwer. So und dann. Ah! Gut. Perfekt. Was macht das? Ach so. Okay. Sehr nett. Oh, ein Speicherpunkt. Oh, perfekt. Oh, Leviosa. Ja. Ich speichere gerne. Das ist mein Hobby. So. Jetzt haben wir hier die Leiter hochgefahren. Jetzt müssen wir ja dann nur noch raus. Das war, glaube ich, auf der anderen Seite. Aber die Tür war doch verschlossen. Das heißt, wir müssen noch einen Schlüssel finden, junges Volk von Abo-Enten, die mir hier zuschauen. Glaube ich zumindest. Ich gehe noch mal nachgucken. Ich bin so vergesslich. Wobei, wenn wir jetzt schon hier sind, dann gehen wir jetzt auch noch mal da hoch. Sonst bin ich irgendwann komplett verwirrt und weiß gar nicht mehr, wo ich schon war und wo nicht. Ach so, da geht's wieder nur hier hin, ja. Ach Moment, ich muss erstmal meinen Haken wieder equippen. Die Bombe, die macht ja keinen Spaß. Das hier macht Spaß. Hui! 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 Ach verdammt. Hui! Hui! Ich bin ein Specht, lasst mich in Ruhe. Okay, genug. Genug davon. Genug von Säulenpenetrationen. Das ist ja pervers. Ja. Wie ich es mir gedacht habe, das war die verschlossene Tür. Also müssen wir noch irgendwo einen Schlüssel finden. Ne? Schlüssel. Wo auch immer der sein soll. Aber wir haben jetzt ja einen Aufzug, der bringt uns überall hin. Das heißt, wir können uns jetzt ein wenig schneller durch diesen komischen Turm hier bewegen. Fokus. Angepeilte Gegner verschwinden im Nu. Das klingt gut.
dann lass mal den Kampforg verschwinden. Bin ich jetzt ja gespannt. So Silent Bang für Trash Mobs. Einmal wischen und alle sind weg. Okay, das war nicht sonderlich gut. Nein, Fumi, nicht den Ort, den will ich doch gleich verschwinden lassen. Ich beschwöre den Satan. Oh. Warum, Satan? Ich hab dir doch immer treu gedient. Ein Schluck Mineralwasser. Köstliches Mineralwasser, um genau zu sein. Ach, vielleicht doch nicht mehr so köstlich. Ist ja gar keine Kohlensäure mehr drin. Widerlich. Ich hasse Wasser ohne Kohlensäure, deshalb trinke ich auch kein Leitungswasser. Also wenn Wasser, dann Kohlensäure bitte. Ansonsten brauchst du mir damit nicht kommen, ja, da verdurst ich ja lieber. Naja, ja. Ich brauche eine neue Flasche. Ja, ja, ja. Vielleicht sollte ich mir Dero hier einladen, dann habe ich immer eine Flasche dabei. Dieser Flaschenjoke wird in letzter Zeit auch viel zu oft gebracht. Okay, Erdgeschoss, erster Stock, ich weiß gar nicht. Fangen wir doch einfach mal von unten an. Der Haken ermöglicht uns jetzt ja neue, naja, Möglichkeiten und neue Wege, wie zum Beispiel hier diese Wand, die wir aber mit der Bombe aufmachen können. Da hat der Haken ja gar nichts mit zu tun. Jo, was haben wir denn hier? Aha, ein Hund. Der wird auch kein Problem sein für den Haken. Aha, Hund. Nimm dies. Au. Was soll denn das? Ach komm, das ist jetzt auch nicht so viel. Das macht einfach nicht. Normal Attacks. Bisschen Enter kloppen, auch wenn das nicht auf meiner Enter-Taste ist. Sondern auf meinem Numpad. Numpad. Numpad, ja. My English is under all pick. So. Adlerstein gefunden. Das klingt ja vorzüglich. Das war falsch. Nein, das war... Nein. Verdammte Bombe, hör auf, dich in den Vordergrund zu drängeln. Jetzt ist der Haken dran. Der Haken ist sowieso viel cooler als du. Möchte Fumi was zu essen? Nur ein Glasring. Ist bestimmt total köstlich. Ausrüstung. So. Was kann denn der Adlerstein? Gibt dir die Kräfte eines Adlers. Chaoskralle. Trifft den Gegner mit doppelter Kraft. Wirkt besonders gegen fliegende Gegner. Okay, wer könnte das denn tragen? Pferdestein, Bienenstein, Flederstein. Na toll. Also wir haben ein Satyr, ein Pferd, eine Biene und eine Fledermaus. Welches Tier davon können wir am ehesten entbehren? Verdammt den Gegner zur Bewegungsunfähigkeit. Klappt nicht immer. Saugt MP. Achso, das war ziemlich gut. Und der Pferdestein. Tritt den Gegner 1,5 mal stärker als die normale Attacke. Okay, dann verzichten wir auf das Pferd und machen Tier zu einem wunderschönen Adler. Den Vogel hat sie ja sowieso schon. So, wo bin ich denn hier? Der Dungeon ist ja, glaube ich, doch noch größer, als man das so denken mag. Durch den Haken, ja, werden jetzt viele Wege und viele bunte Smarties, die wir vorher nicht betreten konnten, gehen konnten, die werden jetzt betretbar. Plötzlich tut sich eine völlig neue Welt auf, mit völlig anderen Gesetzen und Gegebenheiten und wow, warum hat nicht jeder Mensch auf der Welt eigentlich so einen Haken? Ich versteh's nicht. Wie traurig und leer muss ein Leben sein, ohne einen Haken? Was haben wir hier? Achso, hier ist wieder nur der Aufzug. Gut, da weiß ich ja wenigstens, wo es zurückgeht. Ach so, hier sind wir jetzt. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe zwar nicht, warum es gerade geleckt hat, aber ansonsten verstehe ich alles. Alles. Oh, was haben wir denn hier? Muskelring gefunden. Oh, das ist doch bestimmt was für Korsch. Korsch! Denn er ist unser Muskelprotz, unser Adonis, unser Typ, der schon einen Jaguar-Ring trägt, der die Bewegung im Kampf erhöht. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt so toll. Erhöht die... Ja, Bewegung, Abwehr. Aber er wird halt dadurch stärker und er ist halt unser Draufhau. Also kriegt er jetzt den Muskelring. Keine Widerrede. Nimm einfach die Steroide und halt die Klappe, Kosch. Kosch! Du Sau.
Hier scheint es nichts mehr zu geben. Also würde ich sagen, nehmen wir unseren Love Train und fahren nach oben. In den ersten Stock. Wie? So. Rechts, ich glaube, rechts kennen wir sogar schon, ne? Das war ja nur... Ja, genau, das war hier. Dann geht das ja nur nach unten. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was da ist. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Speedy-Saft gefunden. Was macht das denn schon wieder? So viele tolle Items. Ey, Tasche. Speedy-Saft, Heißdruck, Zauberkrug, Krafttrank, Lebensnektar. Speedy-Saft. Erhöht Bewegung. Achso, so ein... Hier. Ja, toll. Dann geben wir das Korsch. Korsch! Bewegung um 3 erhöht. Awesome. Und der Zauberkrug füllt MP teilweise auf. Aha. Okay. Na gut. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht auch noch was, was die Intelligenz oder so erhöht, aber nö. Nö. Ich muss dumm bleiben. Auf immer dumm. Für immer dumm. Ich muss bleiben. Für immer dumm. Ging es jetzt nach links oder rechts? Nein, das hier sieht richtig aus, weil das ist eine Stelle für unseren Haken. Haha. Aber nur von der anderen Seite. Okay. Gehen wir mal hier durch. Oh ja, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Und das scheint wieder ein neues Hakenrätsel zu sein. Ich freue mich darüber. So. Mhm. Erstmal hier runter gucken, wo es nicht durchgeht. Perfekt. Alles klar. Wenn ich mich jetzt hier so ranziehe, falle ich dann in den Abgrund? Ich habe nicht gespeichert. Es gab auch noch keinen Speicherpunkt. Ich probiere es lieber nicht. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Okay. Also. Ich glaube, ich... Also wenn ich von hier unten mich daran... Nee, hier kann ich mich ja gar... Nee, genau, das ist ja dann da. Und die kann ich sowieso nur nach links schieben. Also... Das reicht. Oder komme ich von hier auch daran? Nee, so lange ist mein Haken dann auch nicht. Ich habe zwar schon den längsten Haken von allen, aber er ist halt auch nicht... Er reicht halt auch nicht bis zur Endlichkeit. So, und dann... Ja, das reicht. Perfekt. So. Ach. Natürlich bleibst du nicht stehen. So. 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 Und so. Moment. Geht das? Ja. Gut. Sehr gut. Alles klar. Das war auch nicht sonderlich schwer. Vor allen Dingen, weil mein Haken so einen guten Job gemacht hat. Ich freue mich, der Dungeon geht gut voran. Sehr gut sogar. Was haben wir denn hier? Kamen wir nicht schon mal von hier? Mir kommt das so bekannt vor. Ach nee, schau mal einer an. Ein Zombies. Das gefällt ja doch. Warum muss ich das eigentlich immer machen? Weil ich verdorben bin. Schau dir die Folge der Blauen an, damit sich die Türe öffnen kann. Welche Blauen? Schalter? Oh, Schalter. Okay. Das habe ich mir nicht gemerkt, weil ich war beschäftigt. Das hier... Ist es jetzt instant richtig? Das wäre... Oh mein Gott. Nein, natürlich nicht. Au. Okay, nochmal. Also, dieser, jener, welcher. Der da. Okay. Dieser, jener, welcher. Der da. Und der da. Perfekt. Ich bin ja stolz auf mich. Ey. Hast du gesehen, wie ich gemacht habe? Blau und der Zombie so puff. Vielleicht hätten wir den auch einfach bekämpfen können. Ich weiß es nicht. Ach, wahrscheinlich nicht. Der war wahrscheinlich so stark, dass er uns einfach weggepustet hätte. So, noch eine blaue Kiste. Und der Schlüssel unseres Vertrauens. Perfekt. Um nicht zu sagen, perfekt. Wer auch immer das verstanden hat. Und wahrscheinlich keiner. Niemand versteht mich. Was war gegen euch stark? Ich hab's vergessen. Feuer war's, glaube ich, ja. Feuer gegen Hummer, natürlich. Ihr Sadisten. Funke und so.
Der Hunger ist tot und der Skorpion auch. So, wo geht's denn hier hin? Ach so, ja. Haken! Hihihi! Ich freue mich, wie so ein kleiner Junge. Zweiter Stock. Gut, gibt es noch was im ersten Stock, was es zu entdecken gilt? Jetzt hier mit unserem Freund, dem Aufzug. Der uns überall hinbringt, wo wir nur möchten. In den ersten Stock, in den zweiten Stock, ins Disneyland, nach Nimmerland, überall hin. Was war das jetzt? Sturm? Ach nee, Koschka. Ach nee, Kälteschock ist auch nicht. Dann machen wir halt Sturm. Na, widerwillig, aber ich mach's. So, und du kannst keinen Sturm, weil du bist Zellen, du hast es nicht nötig, du bist viel zu cool. Ich weiß nicht, was ich sonst kommentieren soll. Ich summe halt einfach mit. Ich meine, was soll man hier sagen? Oh, look. Skorpione. Gegengifte. Zeug. Das habt ihr alles schon gesehen. Und ihr könnt es auch selber sehen. Was soll ich da noch sagen? Was verlangt ihr von mir? Und wer hat das Heilsirup hier in die Kiste gepackt? Das ist doch alles verrückt! Achso, geht gar nicht mehr weiter. Gut, nein, ach komm. Jetzt reicht's. Ich flüchte jetzt. Leckt mich am Arsch. So. Jetzt will ich in den vierten Stock. Und dann wahrscheinlich zum Boss, weil mehr Stockwerke scheint es ja nicht zu geben. Zumindest nicht welche, die mit dem Fahrstuhl erreichbar sind. Ne? Ah ja, das ist ja perfekt. Hier wollte ich zwar eigentlich nicht hin. Aber hier unten war ja diese Pimpfstation. Diese Pimpfstation. Und da bin ich ja perfekt aufgehoben. Ich bin ja ein Pimpf. Ja, Moment mal. Hä? Speichern? Ne, doch, ne, das war der Speicher. Wo war denn die Pimpfstation? Ich wollte mich pimpfen. Gegen Grippe. Na gut. Wir sind jetzt auch nicht so angeschlagen, dass wir das jetzt überhaupt nicht schaffen könnten. Na klar, ich kenne den Boss nicht, aber ne, ich fühle mich durch diese ganzen schwächlichen Gegner hier motiviert. Und selbst wenn das zu dem finsteren, dämonischen Plan des Bosses gehört, ist mir das jetzt egal. Ich gehe ihn jetzt umboxen. Du gehst mir aus dem Weg. Hinfort, Fanboy. So, ja, spitze. Gut, gut, gut. Dann wollen wir uns trotzdem aber nochmal heilen, aber erstmal nach Fumi gucken. Fumi. Immer noch Glasring? Nee, nee, nee. Das gibt es nicht, junger Mann. Solange du deine Fussel unter meinen Tisch hältst, isst du, was ich sage. So. Das hier, die da und die Olle und der Olle. Und dann sind alle gepiumpt. Haben wir noch was für... Nee, den einen Zauberkrug möchte ich jetzt auch nicht verschwenden. Nee, die haben noch genug Mana. Das wird schon. Bisschen hier Selbstvertrauen an den Tag legen. Aber dazu muss ich erstmal meinen Haken ausrüsten, weil nur der gibt mir Selbstvertrauen. Au, das geht auch nicht. Ha, Kreuze. Interessant, interessant. Ich will nicht durch die Tür. Hey! Verdammte Sequenz! Kasch, Kasch! Ja, ich fühle es auch. Sei vorsichtig, es ist ziemlich stark. Was denn?